Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Heute machen wir den Ort, den wir gestern nicht gemacht haben. Ja, ein bisschen blöd gelaufen. Tatsächlich habe ich mich vertan, weil die Orte sehr, sehr ähnlich klingen oder auch ähnlich geschrieben werden, nur die letzten paar Buchstaben sind ein bisschen anders da. Ich weiß zwar nicht, wer sich das alles gedacht hat, aber deswegen ist da so große Verwechslungsgefahr. Und ja, ich habe es verwechselt, ich habe mich vertan, blöd gelaufen, sei es heute wieder unterwegs. Und ja, genau, macht aber nichts. Das ist eigentlich ganz schön, kriege ich heute auch noch mal ein bisschen Bewegung und die Hunde kommen auch noch mal raus, ne? Das kann man auch komplett laufen, deswegen wird dieses Vlog heute auch nicht so lang. Das Coole ist, ich freue mich mega, also so wie es aussieht, wird das was mit den Autos. Ich freue mich schon sehr, 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 sehr drauf, das wird wirklich ultra. Das wird wirklich bombig. Und so wie es aussieht, könnte das klappen. Ich bin hier noch nie links gefahren, man sieht hier so scheiße. So, genau. Und ja, wir haben das mal durchgerechnet, also wir können das auf jeden Fall dann finanzieren, also dass wir das zusammenkriegen. Und deswegen, also du musst schon dafür was tun, so ist es nicht, also auch nicht zu knapp, aber von nichts kommt nichts und das ist es mir auch allemal wert, da Zeit für zu investieren, damit ich das bezahlen kann und können was richtig Cooles erleben, können coole Videos davon machen und dafür lohnt sich das, finde ich, und deshalb machen wir das. Ja. Die Hundis freuen sich, Herrchen. Also der Leo, glaube ich, liebt Autofahren. Der springt immer sofort ins Auto, also meistens, und setzt sich da hin oder legt sich hin und freut sich so richtig drauf. Also bei dem habe ich echt das Gefühl, er mag Autofahren. Ja, ist ein richtiger Kerl. Und die Amy ist eher so, ich finde Autofahren nicht so geil. Also Amy findet Autofahren wirklich überhaupt nicht schön. Und sie hatte bei ihr noch nie das Gefühl, dass sie sich freut aufs Autofahren. Egal wo es hingeht, auch wenn sie weiß, wo es hingeht. Ah, stellen wir uns dann hin. Guck mal hier. Boah, das geht. Das ist doch super. Also bei ihr ist das auch ein bisschen, na. Hier wird manchmal auch schlecht, wenn man zu wild fährt. Es war nicht mehr so wie früher. Früher war das immer ganz, ganz, ganz schlimm. Da konnte man keine 5 Meter fahren, ohne dass sie dann fast anfängt zu kotzen. So. Geh, Amy. So war das. Ja, liebe Freunde, vielen Dank erstmal. Jetzt bin ich hier 1,5 Stunden, vielleicht knapp 2 Stunden, weil wir echt viel haben, hier unterwegs mit den Hunden. Und dann fahren wir nach Hause und dann ist das Video eh schon wieder vorbei. Boah, genau. Ha, die Vögel zwitschern. Ich freue mich drauf. So, los geht's. Ja, wir sitzen wieder im Auto. Bisschen holprig hier. Das hier ist voll die üble Straße. Der härteste Hubbel, glaube ich, kommt noch da vorne. Das macht Spaß. Ja, da kriegt man ja Kopfschmerzen. Oh ja, der Hubbel ist übel. Ja, meine Leute. So, Gott sei Dank ist das auch vorbei. Alles frei. Sesam. Sesamstraße ist frei. Sehr gut. So, wir fahren nach Hause, Freunde. Feierabend, Gott sei Dank. Ich habe genug. Mir ist kalt. Es ist kalt. Heute ist es wirklich kalt. Arschkalt. So, Hunde sind tot. Beide schlafen. So ist das doch super. Jetzt fahre ich nach Hause, habe mich mega, mega, mega Hunger. Und dann ist der Tag auch endlich vorbei. Also noch nicht ganz, zum Glück. Jetzt haben wir 14:22. So ein bisschen kann man heute noch was erleben und erledigen. Ja.
Ja. Ja. Gut, genau, wenn wir das dann erledigt haben. Also heute werde ich heute zocken. Ich werde jetzt nur noch zocken. Ganz ehrlich. Schön zocken. Mixieren zusammen. Ein bisschen WoW spielen. Videos bearbeiten nebenbei. Und Lebensmittel in den Magen stopfen. So, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht, wer weiß. Also nächstes on the road. Also am Mittwoch müssen wir wieder arbeiten. Voraussichtlich kommt dann das Video am Donnerstag. Mit Glück sitzen wir dann im Escalade, liebe Freunde. Mit Glück sitzen wir dann im Escalade. Ich weiß es noch nicht, schauen wir mal. Aber möglich ist es. Also es ist nicht so unwahrscheinlich. Und darauf freue ich mich schon sehr. Gut, ja, genau. Und dann, liebe Leute, schön, dass ihr mich begleitet habt bei dieser letzten Woche, bei diesen Arbeitstagen. 3 waren das ja jetzt gewesen. War eigentlich ganz okay. Und ja, ich hoffe, es hat euch natürlich auch gefallen und irgendwie so ein bisschen unterhalten. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und danke mich vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.